Es geht tatsächlich los. Danke für den Applaus. Ich habe gar nichts geleistet. Vielen Dank an die Technik, die das alles sehr schnell gefixt hat. Temporäre Regelung, wenn hier in den ersten zwei Reihen noch Sitze frei sind. Wer auf dem Boden sitzt und das zu unbequem findet, darf sie jetzt temporär gerne benutzen. Gilt bis auf den Platz da vorne, da möchte ich gleich sitzen. Dankeschön für euer Verständnis. Ja, schade, dass wir jetzt keine Intro-Musik haben. Oder kommt da noch was? Nein. Wäre schön gewesen, aber ich übergebe direkt mich auf die beiden, Frank und Ron. Viel Spaß. Ja, vielen Dank. Und auch von uns wieder für dieses Jahr ein herzliches Willkommen. Intro-Musik erinnert mich an so eine Veranstaltung, auf der ich mal war mit Anni, als wir noch beide Pressesprecher waren und da gerade so zugedröhnt worden waren von so einem Vortrag und dann einer fragt: So, und macht ihr jetzt auch Multimedia, ihr Computerfreaks? Und wir meinten dann so: Wir machen Multimedia, wenn wir keine Inhalte mehr haben. Also ich finde Multimedia ja toll. Ja. Gut, wir sind also wieder hier. Es ist schon wieder ein Jahr rum. Das ging schnell, auch wenn es schlimm war. War schlimm schnell. So. Und wir sind wieder hier und gehen vom ernsten Teil der 4 Tage zu dem spaßigen Teil über. Wir wollen wieder darüber sprechen, worüber wir nächstes Jahr lachen werden, und machen vorher einen Rückblick auf das, worüber wir dieses Jahr gelacht haben oder auch nicht. Und wie immer erheben wir natürlich nicht den Anspruch, alles erwischt zu haben, sondern wir fragen dann zwischendurch auch nochmal, was wir vergessen haben und worüber wir auch noch lachen wollen. Genau. Bei der Vorbereitung dachte ich, wir haben doch dieses Jahr bestimmt 5 Jahre rum und müssen irgendeine Art Jubiläum feiern. Und dann ist mir aufgefallen, dass wir schon 9 Jahre rum haben und deswegen erst nächstes Jahr Jubiläum feiern. So. Warum machen wir das? Wir wollen darüber sprechen, welche Security Nightmares wir vielleicht haben wollen, weil sie vielleicht was ändern. Wir stellen ja immer vermehrter fest, dass man wohl doch Security Nightmares braucht, damit sich etwas ändert. Und wir fordern ja auch immer gerne auf, dazu mal dass was passiert, nicht? Also wie immer jedes Jahr die Ansage: Nur weil wir es vorhergesagt haben, heißt es noch nicht, dass wir es schon fertig haben. Das heißt Okay, aber auch, also ihr seid auch gefragt. also eines dieser schönen Beispiele für Vorhersagen, die wir seit Jahren implizit machen, ist: Ron bringt seit vielen Jahren jedes Jahr zum Kongress einen prima Stollen mit. Ja, und jetzt? Ich hätte ihn schicken sollen. Vielleicht wäre was anderes angekommen. Genau, was wir alles schon hätten haben können die letzten 5 Jahre, wenn ich ihn mit der Post geschickt hätte. Dreck. Ja, schauen wir, was gelaufen ist letztes Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr. Viel Ja. ist gelaufen. Ron musste schon wieder einen kleineren Fonds für die Folien nehmen. Wir haben 2002, 2003, 2004, 2005, wir wissen es nicht mehr genau, weil die Folien sind längst verschollen, vorhergesagt, dass Zeit wird, dass eine richtig große Datenbank wegkommt. Und dieses Jahr wurde irgendwie da deutlich overdelivered. Wobei der Witz ja der ist, dass die Datenbank, die weggekommen ist, eine der Datenbanken, der T, die weggekommen ist, die ist 2000 weggekommen, es ist bloß erst dieses Jahr rausgekommen. Und wie war das jetzt? Wir dementieren, dass wir davon gewusst haben, damit Nee, wir wir. dementieren es nicht, weil es wäre ja auffällig, wenn wir es dementieren würden. Genau. Ja, nicht nur die Telekom ist da super im Datenverlieren, also das ganze E-Government. Also wir haben ja E-Government immer, dachten wir so: Naja, Gott, also dann kann man irgendwie seine Meldebestätigung per der Post per E-Mail abschicken und das Finanzamt schickt einem keine bösen Briefe mehr, sondern man kriegt es direkt als E-Mail geschickt. So haben wir uns ja immer E-Government vorgestellt, nicht wahr? Aber eigentlich ist E-Government ja was ganz anderes. So, E-Government bedeutet, alle können alle Daten haben. Genau, und die Adoption von E-Government haben wir immer definiert über, das kann man messen, also die Adoption von E-Government von Staaten kann man messen darüber, wie viele Daten sie verlieren.
Momentan ist UK da noch sehr weit vorne, also die haben so viele Daten verloren, ich habe mittlerweile echt den Überblick verloren. Richtig, wobei andere holen auf. Also die in Chile haben sie jetzt dieses Jahr auch schon 6 Millionen Datensätze von Bürgern verloren. Also das die Regierung, nicht irgendjemand anders. Irgendjemand anders, die verlieren viel, viel, viel mehr Daten. Aber ja, da kommt einiges. Achso, die Daten von den Chilenen waren lustigerweise die Wählerregister von der Wahlkommission. Von der Wahlkommission, genau. Ja. Positiv. Genau, wir haben ein neues schönes Grundrecht, schon mehrfach erwähnt. Unser schönes Grundrecht auf digitale Intimsphäre oder auch Systemintegrität und ja, das war zu lang. Genau, Applaus. Genau. Das Schöne ist, dass wenn man sich die Artikelbeschreibungen, Diskussionen von solchen Sachen durchliest, dann findet man die ganzen Sachen, über die wir schon die letzten Jahre gesprochen haben. Also dann wird als Beispiel aufgeführt, dass ja Kameras verwendet werden können, um die Bürger auszuspähen, diese Kameras, die da angeschlossen sind. Wir haben ja, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gesagt, ja, das wird man dazu tun wollen. Da wird dann ja der Bürger aufgefordert, mit der Kamera durchs Haus zu rennen. Weil man kann ja nicht immer jemanden schicken, nur um den Bürger auszuspähen. Genau, also die Selbstausspähung wird wahrscheinlich der neue Trend werden. Ganz vorne dabei bei der Selbstausspähung sind unsere Problempolitiker. Die Sache mit dem nicht aufs Glas aufgepasst wird ein Unfall, der sich 2008, da sind einige passiert. Ja, hast du schon von dem mal wieder gehört? Ja, der hat neulich nicht aufs Glas aufgepasst. Genau. Also die wird auch 2009 wieder Datenschleudern geben, nicht wahr? Richtig. Die Datenbank wächst. Und irgendwann wird sie wegkommen. was ein bisschen interessant, symptomatisch war, ich weiß nicht genau, war dieses jeden Monat eine Meldung zu Cyber Warfare. Aus den USA? Ja, der Hintergrund ist einfach, dass die sich jetzt da so langsam versuchen, darüber klar zu werden, wie sie jetzt zu diesem ganzen Thema digitale Sicherheit, Cyber Warfare, Cyber Security sich positionieren und natürlich jede Menge Institutionen und Hersteller und Einzelpersonen versuchen, sich da zu profilieren. Das heißt also, nicht jede von diesen Meldungen, die da irgendwie durch die Presse getrieben wird, von wegen Cyber Warfare hier, Cyber Warfare da, wird alles ganz schlimm. Böse Hacker werden unser Stromnetz herunterfahren. Böse Hacker werden unsere Börse crashen. Muss man da so ernst nehmen? Genau, und dann kamen sie alle, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube im Januar oder im Februar war es das CIA, im März kam das Ministerium 1 in den USA, dann kam das zweite Ministerium, ich weiß nicht, innere Sicherheit, sie haben ziemlich äußere viele. Sicherheit. Und die Chinesen waren es immer, also immer waren es die Chinesen so? Genau, und dann Malware, die möglicherweise aus China stammt, Malware, die möglicherweise in China programmiert wurde, Malware, die möglicherweise in China gehostet wurde. Und dann kam es Malware mit chinesischer GUI. So, und dann habe ich gedacht, okay, chinesische GUI, das ist, it looks pretty convincing, it's in Chinese. Und dann fiel mir ein, kam ja ein bisschen später dieses Jahr, diese Geschichte mit dem Titelblatt, von, das war die Hauszeitung der Max-Planck-Gesellschaft. Genau, die haben so ein schönes Titelblatt. Ja, genau. Das war ja brillant, die haben so ein schönes Titelblatt mit ganz vielen Schriftzeichen. Genau. Genau, und wenn man es übersetzt hat, dann hat es irgendwas von heißen Mädchen erzählt. Und jetzt frage ich mich natürlich, it looks like a Chinese GUI ist okay, aber hat es mal jemand übersetzt? Ja, wo wir gerade bei China sind, eine der lustigeren Geschichten dieses Jahr waren die Bilderrahmen. Ihr kennt ja diese digitalen Bilderrahmen, wahrscheinlich zu Weihnachten irgendwie zu mehreren hunderttausend verschenkt, wo man dann irgendwie seinen Eltern irgendwie, also wissen schon so Fotoalben sind ja doof, also schenkt man so einen digitalen Bilderrahmen. Und die gibt es dann halt jetzt auch pre-owned ab Fabrik mit einem chinesischen Virus drauf. Oh, da fällt mir gerade was ein. Also diese Bilderrahmen, und um jetzt die Geschichte zu Ende zu bringen, wurden in den USA verkauft und da war halt irgendwie schon Trojaner drauf. So, der hat sich dann halt einfach USB-Connection ab dafür, Autostart, auf dem Windows-Computer installiert
Und von da aus weitergemacht. Das FBI war dann richtig in heller Aufregung, weil natürlich haben auch irgendwelche Leute, die an irgendwelchen interessanten Institutionen arbeiten, solche Bilderrahmen gekauft und an ihre Computer angeschlossen. Was ich aber gestern gesehen habe, nee, vorgestern, war ein Bilderrahmen mit eingebautem UMTS-Modem. Also völlig neue Möglichkeiten. Ja, die haben halt nur noch keine Kamera, ne? Aber völlig richtig. Also diese Bilderrahmen und auch die Foto-Point-of-Sales und dieses Fotos hier schnell ausdrucken für 50-Cent-Dinger, die sind alle total verseucht und sind die neuen USB-Sticks. Früher waren es ja USB-Sticks, die man auf Firmengelände verloren hat, nicht wahr? Und ich weiß nicht, ich glaube, HP hat dieses Jahr noch ein paar verseuchte USB-Sticks durch die Gegend geschickt. Und die Drucker, ne? Und die Hoteldrucker waren ja früher auch immer sehr beliebt. Ich muss mal schnell was ausdrucken, tue ich auf einen USB-Stick, trage ich im Hotel zum Drucker, dann ist mein USB-Stick geowned, dann gehe ich wieder nach oben und so weiter und so fort. Aber diesmal sind es diese Fotogeschichten. Ja, genau. Und die haben ja so viele Schnittstellen, habt ihr euch das mal angeguckt? Die können auch Bluetooth und alles. Das soll keine Aufforderung sein. Sehr, sehr schön war auch die Geschichte dieses Jahr mit den Point-of-Sale-Terminals, also Kreditkarten-Terminals, die so an Supermarktkassen stehen. Und die kamen pre-owned ab Fabrik aus China mit einem eingebauten GSM-Modem, was selektiv Kartendaten nach Hause telefoniert hat. Und zwar nicht nach China, sondern nach Pakistan. Und die sahen so gut aus und waren so prima versiegelt und alles, dass der einzige Weg, wie sie es geschafft haben, die dann zu identifizieren, war, indem sie durch die Gegend gegangen sind, die Geräte gewogen haben, ob sie tatsächlich mal 100 Gramm schwerer sind, weil da wegen eingebauten zusätzlichen GSM-Modem. Nee, das fanden wir echt smart. Also das ist so dieser Low-Tech-Gegenangriff oder so. Ihr müsst euch das vorstellen, was ist die Alternative? Den Leuten Schraubenzieher verschicken und den Ladenangestellten erklären, ihr müsst die Schrauben aufmachen und dann nach dem Chip gucken und die Seriennummer abschreiben und vergleichen mit der Liste. Moment, so. In dem Augenblick ist außerdem schon die Versiegelung weg. Stimmt, und dann ist die Garantie weg. Ja. Nein, also auf die Waage, das kann jeder im Shop, kein Problem. Was Owned Up Fabrik in wirklich großem Maßstab war diese Geschichte mit der Boeing 787 WLAN. Wir hatten ja mal Warflying angesagt und mussten das dann das Jahr darauf wieder absagen, als Lufthansa und alle anderen irgendwie die WLANs auf ihren Maschinen wieder abgeschaltet haben, weil es sich nicht gelohnt hat oder so. Oder zumindest war das die offizielle Story. Vielleicht auch zu viele angegriffene Regierungsmitarbeiter. Und dann kam jetzt raus, dass die beim 787 nacharbeiten mussten am WLAN, weil das nicht getrennt genug war vom Bordnetz. Und am absurdesten waren dann die, wenn man sich anguckt, was in der Presse stand, wo ich dann immer denke, das sind hoffentlich interessante Übersetzungsfehler. Fehler, Snafus sowieso, weil dann stehen da so Dinge wie, ja, also die es gefunden haben, sagen, die Netze wären halt nicht ausreichend getrennt gewesen. Und Boeing hat dann geantwortet, nein, nein, das ist kein Problem, weil die sind nicht vollständig miteinander verbunden. Also beim Onboard-Entertainment, wenn man da das Flugsimulator-Spiel spielt, bisschen vorsichtig. Oh, uns wird hier gerade gesagt, spätestens beim Flight Controller sollte man dann mit dem NMAP-Scannen aufhören. Ja, Produktpiraterie war ja dieses Jahr auch ein wunderschönes Thema. Die Zahlen sind aus amerikanischen Behörden, wurden im letzten Jahr 3500 gefälschte Netzwerkgeräte rausgetragen, also Router, Switches, solche Dinge. Die sahen halt aus wie Cisco, die rochen wie Cisco, die waren scheiße wie Cisco, aber da steckte halt kein Cisco drin. Und der bemerkenswerte zweite Teil der Meldung war, angeblich haben sie in diesen Geräten nichts gefunden, was irgendwie auf chinesische Backdoors hindeutet. Was nur zwei Möglichkeiten, also drei Möglichkeiten, da zwei, drei Möglichkeiten bedeutet, nämlich erstens,
In China sind Köpfe gerollt, weil da war nichts drin. Eine zweite Möglichkeit, das war einfach nur die Phase 1. Wir schicken Ihnen mal Kram, da ist noch nichts drin. Das können wir dann auch benign und gucken mal, wie viele wir reinkriegen. Und die dritte Phase ist, also die dritte Möglichkeit ist halt, na, Sie haben halt einfach gelogen und da war doch was drin, Sie wollen es halt nur keinem sagen. Tja. Naja, also wie gesagt, so wenn so eine Cisco ankommt, schon mal aufschrauben, mal gucken, was da so drin steckt. Ja, dann mit Ansage. Das Wahlcomputer-Massaker auf dem Kongress hier schon länglich gecovert. In das Hessen. Wahlcomputer-Massaker-Update, das jährliche. Genau, das jährliche. In den USA viele Geräte nicht mehr zugelassen. Ja, es endet, also die Phase endet langsam. Was wir schön fanden, war, dass Wahlcomputer in die Mainstream-Kultur eingezogen sind. Es gab irgendwie so The Onion und dann gab es diese unglaublich tolle Simpsons-Episode. Also wer den noch nicht gesehen hat, googelt mal Simpsons Voting Computer, ist großartig. Ehrensenf, also Wahlcomputer sind tatsächlich jetzt im Mainstream angekommen. Ja, das war großartig mit The Onion, die dann während der Präsidentschaftswahl in den USA erklärt haben, es steht fest, wer gewonnen hat, die Wahl gewonnen und der nächste Präsident ist die Voting Machine BFG 9000 oder so. Und das war schon wirklich schön. Ja, eigentlich auch mit Ansage, Social Networks. Ja, auch mit Ansage. Ich habe jetzt dieses Jahr gar keine Zahlen mitgebracht. Letztes Jahr hatten wir Zahlen vom Jahr davor. Dieses habe ich keine Zahlen vom letzten Jahr oder so ähnlich. Aber die Virenschleuder ist natürlich noch viel größer geworden. Es gibt ja jetzt auch mehr Netze. Vielleicht, was man erwähnen sollte, ist das Bilddatenverbrechen bei MySpace, den 17 Gigabyte privat markierte Bilder weggekommen sind. Okay, wer hier hat sie alle gesehen? War was Interessantes dabei? Haben dir die Augen geblutet? Ja, betrunkene Teenager nehme ich an. Viele. Viele davon. 17 Gigabyte betrunkene Teenager. Ja. So, und die interessante Frage ist natürlich, wer lagert das ein for future use? Oder wird das Internet diese 17 Gigabyte nie vergessen? Das kann auch sein. Also wir schauen dann nochmal in 10 Jahren, wenn die ersten von denen Politiker sind. Oder so. Ja, gucken wir mal. Und ja, die andere Sache war, dass Social Networks jetzt gerne genutzt werden als Quellen für den Kontext, den man braucht für Targeted Attacks. Also wie heißt das Haustier, wie heißt die Freundin, wen kennen die Leute noch so, in welchen Firmen arbeiten sie, welche Alkoholiker bevorzugen sie, auch immer wieder schön. So Whisky-Marken sind auch mal gern genommene Passworte. Ja, und Zigaretten, ne? Zigaretten haben auch, ja, stimmt, genau. Und dann noch kurz das Internet-Normalitäts-Update. Also wie normal ist es gerade da draußen? Wie normal ist es gerade da draußen? Jetzt heißt es Security, das ist ja auch wieder eine Art und Weise, das zu messen. Da gibt es so im Schnitt gefühlte 4 Artikel pro Tag, nicht wahr? Bitte? Ja. Und einer davon ist ein Alert. Irgendwie. Mit so einem roten Button davor. Genau, Cisco geht auf Patch Days, auch sehr interessant. Die haben noch viel vor. Also mit anderen Worten, da geht noch was? Ja, ich meine, ich habe immer gedacht, jetzt kommt die große Welle, als denen vor 3 Jahren das Betriebssystem weggekommen ist, also die Sourcen, oder wann war das? Irgendwie sowas. Gefühlte 3 Jahre. Gefühlte 3 Jahre. Huh? I don't get it. So, egal. Also das ist der nächste, der auf Patch Dates geht. Wir hatten 2007 5-mal so viele Viren wie 2006. Ja. Diese Kurven von denen, wie die Viren sich vermehren. Viren. Ja. Also 2008 haben wir dann 5-mal so viele Fünfen. Und genau, diese Kurven sehen schon auf Logarithmuspapier logarithmisch aus.
Ja, ja. Also dieses mit dem 5-mal und 6-mal, das erinnert mich irgendwie so an Optical Zoom oder an dieses Compact Flash. Jetzt 233-fach, wie auch immer. Das gucken wir uns dann in 2 Jahren an. Genau, Datenverbrechen wird, also es ist trendy, Opfer von Datenverbrechen zu werden, 127 Millionen US-Bürger. Sechsmal so viele wie im Vorjahr. Mal sehen, da geht noch was. Die Steigerungsraten sehen aus wie, also wahrscheinlich so 2000 hatten wir so Dotcom, so Hockeykurven. Dieses Jahr hatten wir bei den Banken so inverse Hockeykurven. Und jetzt geht es dann mit den Datenverbrechen wiederum nach oben. Irgendwo muss ja der Aufschwung hin sein. Ja, weil das nicht so schlecht ist, weil dann hat das jeder schon mal erlebt oder kennt jemanden, der das schon mal erlebt hat, und dann kann man dieses ganze Datensicherheitsgefasel, was man sonst so immer so, ja, die Datensicherheitsgefasel, das kann man dann viel besser verstehen. Ja, spannenderweise, die häufigste Quelle von Datenverbrechen oder auch Datenproblemen sind verloren gegangene USB-Sticks oder verloren gegangene Notebooks. Oder eBay-Festplatten. Genau, eBay-Festplatten, also da suchen wir immer noch einen Namen für diesen Trendsport, Festplatten auf eBay kaufen. Auf dem Flohmarkt ist auch immer sehr ergiebig so. Ich glaube, es wird ganz wichtig, dass man seine Festplatten in Zukunft auf eBay kauft, weil das, ne, plausible deniability. Die Daten sind nicht von mir, ich habe die Platte auf eBay gekauft. So, was bemerkenswert war, ich meine, es gibt ja immer diese schönen Statistiken darüber, was dieses Jahr eine Kreditkartendatensatz kostet. Und das war dann schon witzig, dass irgendwann World of Warcraft Accounts mehr wert waren, also auf dem Schwarzmarkt, als Kreditkarteninformationen. Weil da war ja noch Gold drin. Wir würden auch gerne wissen, apropos Gold, wir würden auch gerne wissen, was wirklich mit E-Gold passiert ist, wenn uns da mal jemand eine E-Mail schreiben könnte. Das wäre nett. Die Statistik von diesem Jahr ist, dass E-Mail-Passwörter sind jetzt teurer als Kreditkartendaten. Okay. Die interessante Frage ist, warum? Und Dan Kaminski hat es uns erzählt. Man braucht natürlich einen E-Mail-Account, um sich das neue Passwort zuschicken zu lassen. Und zwar für ungefähr alle Services dieser Welt. Ja, außer bei .mac, ne? Da musst du nur anrufen und sagen, meine neue E-Mail-Adresse ist, könnt ihr mir mal mein Passwort zuschicken. Ist das jetzt nicht Mobile Me? Ist doch jetzt Mobile Me. Naja, wie auch immer. Ja, Botnetze sind auch etwas größer geworden. 400.000 war halt so die größte Maßzahl. Ja, das ist zweimal so groß wie das 2000, Jahr davor, 2000, also die sie gefunden haben. Genau, und mittlerweile werden die ja per Zehntausender Preis vermietet auf 24 Stunden. Interessant war diese Patch-Zahl. Ne? Richtig, da gibt es diesen Dienstleister, der hat so ein Tool geschrieben, mit dem man alles mögliche, also nicht nur das Betriebssystem Patches, sondern auch die ganzen Anwendungen darauf durchchecken kann, und der hat die ersten Statistiken veröffentlicht und gesagt, nur 2% aller Windows-Maschinen sind tatsächlich komplett durchgepatcht, und damit wird nicht das Betriebssystem genannt, sondern die einzelnen Anwendungen darauf. Also es ist völlig klar, wo der Trend hingehen wird, nicht wahr? Genau, Superworms hatten wir eigentlich immer doch, also wir haben doch gesagt, eigentlich soll doch mal endlich mal wieder jemand einen ordentlichen Wurm schreiben. Da gab es eigentlich einen Kandidaten für, nämlich diesen... Also die Referenz ist immer noch der SQL Slammer, ein Datenpaket groß. Und da kam dann dieses Jahr was um die Ecke. Das war dieser RPC-Bug in ungefähr allen Windows-Versionen bis inklusive Server 2008 oder so. Also uralter Code. Überall und irgendwie gab es keinen Wurm dazu. Und naja, es gab einen, aber der kam, irgendwie wurde das nicht schnell größer. Und dann guckt man sich so ein bisschen die Details an und stellt fest, H.D. Moore saß die ganze Zeit im Flugzeug. Das ist der Autor von Metasploit. Genau, und das heißt, wenn der jetzt im Flugzeug sitzt, dann sitzt kein anderer dran und codet, oder was? Seid ihr alle faul geworden, oder was? Ja, die warten alle auf den.
Na, ich glaube, beim nächsten Mal wird Ihnen das nicht passieren. Von daher könnte es sein, dass es dann schwieriger wird, mit dem Patchen fertig zu werden. Schauen wir mal. Genau. Ja, überhaupt Spam. Die Social Engineering Komponenten von Spam werden auch immer witziger. Ich habe noch nie so viele Leute sich gegenseitig Spam vorlesen hören wie dieses Jahr. Weil der Entertainment-Faktor wird größer. Das ist wahrscheinlich ist. Genau, also dieser I'm Your Killer Today. Ach, das war die Nummer, wo man mehr bieten durfte, ne? Genau. Guten Tag. Ich bin beauftragt, Sie zu töten. Aber Sie können das verhindern, indem Sie mir Geld geben. Mehr Geld geben. Genau. Noch besser war dann ein bisschen später dieses. Guten Tag, wir sind das FBI. Wir haben Grund zu der Annahme, dass Sie das nächste Opfer sind in dieser Serienkiller-Anschlagsgeschichte, von der Sie im Fernsehen gesehen haben. Wir bräuchten da mal Daten von Ihnen, um das zu verifizieren. Und dann, was ja immer noch ein Stück absurder geht, warnt natürlich das FBI vor gefälschten E-Mails vom FBI per E-Mail. Ja, wunderbare Sache. Auch die Geschichte, die jetzt vor ein paar Wochen durch die Presse lief, von einer Frau, die auf so ein 409-Ding reingefallen ist und wirklich alles verzockt hat. Also erst ihre eigene Kohle, dann hat sie eine Hypothek aufgenommen auf das bereits abbezahlte Haus von ihrer Familie. Dann hat sie die Pensionskasse ihres Mannes geplündert und die auch noch nach unten geschickt. Und dann irgendwann, als gar nichts mehr ging, hat sie festgestellt, dass das vielleicht nicht so richtig war. Und die E-Mails von Herrn Bush persönlich, die sie bekommen hat, die ihr erklärt haben, dass sie doch bitte weitermachen möge, weil sie kurz vor diesem Durchbruch stehen würden, Terroristen zu fangen wegen dem War of Terror. Und sie dürfe jetzt nicht aufgeben und müsse jetzt noch Geld organisieren, dass die vielleicht nicht echt waren. Und das Schönste ist, dass sie sagt, I'm not a person who is easy to trick. Ja, aus dieser Serie, wir haben ja irgendwie alle Anfang des Jahres diese schönen Steuerhinterziehungsfälle bewundert und selbstverständlich gab es da auch irgendwie den entsprechenden Spam dazu, weil offensichtlich dachten sich so die Leute, die diese Spams schreiben, so, wenn wir uns so die Deutschen angucken, wenn die hören, sie können Steuern sparen oder Steuern gefahrlos hinterziehen oder werden gleich erwischt beim Steuern hinterziehen, dann gehen da so große Teile des Hirns irgendwie aus. Ja, ich weiß nicht, wie erfolgreich. Ich habe noch keinen, hat jemand schon Spam gesehen, wie Ihre Aktien sind nichts mehr wert, klicken Sie hier, um das zu ändern? Oder so? Ja. Okay. Na gut, Aktien. Ja, Aktienempfehlung. Ich meine, Aktienempfehlungen sind ja der einzige Spam, der tatsächlich funktioniert, ne? Muss man mal so sagen. Also im Gegensatz irgendwie zum gefakten Viagra, funktioniert für die Leute, die schicken es halt einfach raus. Der Aktienkurs der Aktie steigt dann auch mal ganz kurz. So. Manchmal. Manchmal. Ja. Früh genug. Sehr schön war auch, Ihre E-Mail oder Ihr Internet wird demnächst abgeschaltet. Ja. Der war wirklich großartig. Mit schönen ZIP-File zum Anhang. Die haben sich offensichtlich direkt darauf verlegt zu sehen und sagen, okay, es gibt diese Debatte, wenn irgendwie du irgendwie beim File-Share erwischt wirst, dann wird dein Internet abgeschaltet und die Leute verstehen eh nicht mehr, ob dieses Gesetz jetzt gerade noch im Europaparlament ist oder schon ein Gesetz ist oder irgendwie, wo es jetzt gerade hängt. Also probieren wir es mal damit. Genau. Ja, dann das Update auf die Evolution der Dark Side. Das mit der Arbeitsteilung und Professionalisierung und so weiter, das haben wir ja hinlänglich dokumentiert die letzten Jahre. Was der aktuelle Trend ist, ist, dass auch die Datenhändler, die verbrecherischen Datenhändler, muss man ja sagen, mitbekommen haben, dass Quantität nicht mehr zählt. Qualität muss her. Das heißt, die sind jetzt wahrscheinlich Großkunden bei diesen ganzen Firmen, die Datenqualitätsmanagement-Tools verkaufen.
Das ist die eine Theorie. Die andere Theorie ist, dass es demnächst einen neuen Datenqualitätsmanagement-Hersteller geben wird, der schon viel, ganz viele tolle Daten hat. Bitte? E-Government, genau. Genau, das heißt, die gehen jetzt los und kaufen diese Daten und diese Daten und diese Daten von dem Trojaner und dem Trojaner und verschränken das alles schön miteinander, um bessere Datensätze zu generieren. So, das läuft da also gerade fröhlich. Ansonsten schreitet die Servicequalität voran. Ich habe hier einfach mal einen heise Titel mitgebracht, den muss ich nur zitieren und sonst brauchen wir noch gar nichts mehr zu sagen. Ja? Trojaner Baukasten mit rund um die Uhr Support und Austauschservice. Also offensichtlich scheint es noch Teile der Industrie zu geben, die noch auf guten Service Wert legen. Genau. Ja, lustige Schadensroutinen haben wir irgendwie nicht so richtig gefunden. Hat irgendjemand eine lustige Schadensroutine gesehen, so in seinem IDA-Pro oder so? Gab's keine. Also es gab halt nur so die üblichen, irgendwie, wir verschlüsseln deine Daten und wollen dann Geld von dir, Geschichten, die dann doch vergessen haben, den AES-Key irgendwie aus dem Trojaner rauszunehmen. Oder hat jemand was gesehen, was witzig war, was so, uns entgangen also, ist? Also worauf wir eigentlich warten, ist irgendwie ein WikiLeaks-Trojaner. Na, so ein Trojaner, der irgendwie guckt, ob irgendwo da Secret, Confidential, Not for Public Release oder so an Dokumenten dran steht und die dann einfach mal stumpf irgendwie über Tor rausschiebt. Findet wäre genau. Eigentlich für 2009. Und wenn ihr eine Designvorlage braucht, also die Customer Requirements, die stehen alle in Schockwellenreiter, okay? Genau. John Brunner. Ja. Genau. This is a public service notification, oder yes. So hieß es immer. Mhm. Mhm. Gut. Genau, DX verdient einen Applaus für die Selbstanzeige im Hackerparagraphen. Also wir sind zwar von der Sinnhaftigkeit des Ganzen nicht so überzeugt, aber es ist immerhin mutig und Mut muss gewürdigt werden. Genau. Und das schiebt es nochmal nach vorne, das Thema, das ist gut. Also, dann, was mir auffiel als witzig, ist, dass die USA scheinbar schon einen Schritt weiter sind. Da gibt es inzwischen doch deutlich notorigere Kritiker, die sagen, dass Vorratsdaten sind ja eigentlich böse und Vorratsdaten sind irgendwie, und die Schnittstellen für diese Daten sind auch schlecht, weil die ja als Terroristen, von Terroristen verwendet werden können. So, wow. Okay, da sind Sie auch schon drauf gekommen. Wir hatten doch damals irgendwie gesagt, also der CCC hat doch damals erklärt, dass wir das ganz toll finden, dass es jetzt diese Schnittstelle für diesen Kontozugriff gibt. Oder? Das war doch so, ja, davon brauchen wir noch mehr, glaube ich. Sonst schlägt das nicht ein. Also merken die Einschläge nicht. Wie auch immer, schön war, dass da verwiesen wird auf die Geschichte in Griechenland, ne, wo die Lawful Interception Schnittstellen verwendet wurden von Leuten, die nun nicht wirklich zur Regierung gehörten. Ne? War das nicht so? Na, nicht zur griechischen Regierung. Ah ja. Genau. Wie ist denn das? Letztes Jahr haben wir gefragt, ob das Nachbars-WLAN verschlüsselt ist bei euch. Wie ist es denn jetzt? WPA 2 oder was? Können wir mal Finger hoch, wer hat noch nicht also, WPA2-Netze in der Umgebung? Oh, scheiße. Okay, prima. Nicht updaten. Die werden wir alle noch brauchen. Ja, wobei das Amtsgericht Wuppertal ja beschlossen hat, dass offene WLANs benutzen eine Straftat ist. Ja. Was mir noch witzigerweise aufgefallen ist, ich habe ein WLAN in der Nachbarschaft, das heißt Jesus lebt. Und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich ist diese SSID, das kann man doch auch für Meinungsäußerung und so verwenden. Das war das eine. Die zweite Überlegung war eigentlich, wie viele Zeichen darf ich da reinschreiben und wie viele vorbeifahrende Handys kann ich ownen, wenn ich da zu viele Zeichen reinschreibe?
Also da geht noch was. Oh, SSIDs werden jetzt auch für Werbung verwendet. Oh krass. Ist denen denn gar nichts heilig? Naja. Die Frage hat sich doch seit der Einführung von werbedrucktem Klopapier echt erledigt. Ja gut, also WLANs, solange WPA2 noch so ein bisschen hält, hegt und pflegt die WP Access Points. Genau. Plausible Deniability. Ja, Legacy Hacking war auch gut für ein paar Schlagzeilen. Es gibt ja immer noch eine Menge Systeme, die irgendwie nicht so IP newfangled, ganz neu, ganz toll sind, sondern die halt einfach so funktionieren und schon seit vielen, vielen Jahren da sind. Und ein schönes Beispiel war dieser polnische Schüler, der mit einem umgebauten IR-Sender da den kompletten Nahverkehr lahmgelegt hat. Genau, die Aussagen gehen dann natürlich auseinander. Der eine sagt, es war eine Entgleisung, der andere sagt, es waren vier und so weiter. Aber hey, Infrarot. Hm? Genau. Illegales Aussenden von Photonen. Genau, wir nehmen da auch gerne Beiträge aus dem Publikum entgegen zu diesem Thema. Genau, was habt ihr dann noch so zum Thema Legacy-Hacking? Noch irgendwo, keine Ahnung, was gibt es da noch so? Okay, haben Sie alle verstanden? Supermarktkassen, die abstürzen, wenn man Pfand für einen Euro tauschen möchte gegen Ware für einen Euro. Divide by zero. Ja, krass. So, I have a... Ja, ein Zero-Day-Exploit. Oi. Ein Zero-Exploit. I might have something to add to, I guess, both Schadensroutinen and Legacy Hacking. I mentioned the BIOS rootkit that I learned about this year that used system management mode, and that's certainly legacy hacking. It's technology that's been around since 386 SL, and it's also sort of a funny Schadensroutine because I know for a fact that it was used by CPU vendors to buy information from several million users about whether they were overclocking their CPUs or not. And, okay. But the thing is, this wasn't in 2008, this was back in 2004, but I just learned about it this year. Okay. Maybe you need to translate for the some... I think everybody understood it. Okay. No. Thank you. Gut, dann hatten wir ja angesagt, dass diese Plaste-Router, die jeder zu Hause stehen hat, so langsam irgendwie Infrastruktur werden. Und wir immer noch der Meinung sind, es sollte ein Wettkampf sein, es kann zum Guten sein, also nicht, nur wir brauchen noch mehr Tor-Exit-Nodes oder zum Schlechten, das sehen wir dann. Aber es gibt Fortschritte, man kann das in der Presse verfolgen. Es gibt also die ersten Versuche, Plaste-Router über Webseiten und HTTP-GET-Requests irgendwie embedded in E-Mails irgendwie umzuprogrammieren. Und jetzt ist schon der erste Trojaner aufgetaucht. Sehr schön, aber it's the payload that matters. Gut, aber weiter. Ne? Wir müssen mal ein bisschen reinhauen, glaube ich. Achso, wir sind ja jetzt schon bei 2009. Genau, alles wunderbar. Den Blick nach vorn, nicht wahr? Das dünne Eis. Die Glaskugel. Nicht wahr? Die Glaskugel, nicht wahr? Der Gang in den Keller auf dieser Veranstaltung. Der elektronische Personalausweis kommt, die Feinspezifikation im vierten Quartal 2009. Nimmt schon jemand Wetten darauf an, wie viele Jahre später das sein wird? Also ich meine, die beteiligten Unternehmen sind ja doch also ein Ausweis für Qualität, Funktionalität, Delivery on time und on budget. Da, also eigentlich kann da nichts schiefgehen, oder? Genau. Aber das, was einem ja jetzt schon die Mundwinkel hochzieht, sind die Pläne, dass der dann ja auch im Internet vorzulegen ist. Ja, das ist ja gleich geplant, dass man den im Internet vorlegt. Nicht? Für die einen ist es ein elektronischer Personalausweis, für die anderen ist es der
qualitativ hochwertigste Cookie der Welt. Also den Preis für die damit verifizierten Datensätzen von Deutschen will ich dann nicht hören. Ja? Verified by German Electronic Personalausweise. What could possibly go wrong? Made in Germany wird ein neues Qualitätsmerkmal werden. Wieder. Ja, es wird dann ja immer gerne argumentiert, das ging dann auch schon los beim elektronischen Reisepass, dass man den ja gar nicht von ferne auslesen könnte, jedenfalls nicht so richtig, weil man müsste da ja mit 350 Watt in seinem Aktenkoffer rumrennen und so, na Yagi. Und dann immer mit der Yagi rumfuchteln und denen dann irgendwie ein Loch in die Tasche brennen, bevor man den auslesen kann. Und das, denke ich, ist sicherlich richtig heute. Und ich war, vorletztes Jahr war ich, glaube ich, nicht im Keller. Nee, letztes Jahr im Heidelstädter Bürgerhaus im ersten Stock, nicht im Keller. Und war mal bei den Funkern und die haben mir irgendwie gezeigt, was man mit ganz normaler Ladenhardware und einer Soundkarte inzwischen aus Rauschen alles rausrechnen kann, wieder an Signal. Und dass man eben nach Hause telnetten kann über, ich weiß nicht, wie viel Watt man braucht, aber von Südamerika nach Deutschland. So, und die Rechenpower dafür ist heutzutage in irgendeiner beliebigen Laptop Soundkarte drin. So, da haben wir vor 10 Jahren auch nicht drüber nachgedacht. Und wenn man jetzt mal überlegt, dieser elektronische Reisepass, den wir ja jetzt schon haben, der wird 10 Jahre halten. Achso, er ist für 10 Jahre zugelassen. Genau. Genau. Also schauen wir mal, was da geht. Ich meine, wir hätten sicherlich auch nicht erwartet, dass Kaufhäuser inzwischen schon IMSI-Sniffer haben, um zu gucken, in England, um zu gucken, wer da so durch die Gegend rennt und wie so die Bewegungspatterns aussehen. Und wenn man es nicht schafft, den Leuten RFID um den Hals zu hängen, hey, was soll's, die haben ja alle Handys um den Hals hängen. Ja, sie haben dann festgestellt, dass unglaublich viele Deutsche da rumrennen und haben erstmal zusätzliche Schilder aufgehängt auf Deutsch. So. Interessanterweise GNU radiobasiert, ne? Okay. Mhm. Nun gut, ja, das führt uns gleich zu GSM, genau. Also wir versuchen ja immer so ein bisschen zu gucken, wie weit sind wir denn da so. Und also ich glaube, auf diesem Kongress ist klar geworden, GSM hat dann wohl kein Jahr mehr. Also nächstes Jahr auf dem Kongress wird wohl GSM ganz schön doll Toast sein. OpenBTS, wir können unsere eigenen Netze bauen, der BSL-Fact von Harald, GSM-Sniffer und dergleichen Dinge mehr. Da passiert eine ganze Menge. Zu Telefon machen wir nachher noch ein bisschen was. Aber GSM als Basistechnologie ist jetzt mittlerweile in Hackerhand angekommen. Ich finde es immer wieder sehr interessant, auch unsere Politiker telefonieren ja doch sehr umfangreich und unser Land wird ja momentan per SMS regiert. Da geht noch was. Also, ja, auf dem... wie auch immer What the Rain diesen Sommer heißen wird, der H, in Holland, dem Camp, wird es vermutlich ein eigenes Hacker-Mobilfunknetz geben. Genau, und damit Sie das nicht gleich wieder abbauen, also fremd abbauen, werden die Frequenzen vorher beantragt, ganz sauber. Genau. Ja, sehr schön. Wir sind gespannt. Ansonsten denken wir, es wird einen Proxy- und VPN-Exit-Betreiber-Boom geben. Und zwar weniger wegen irgendwie Bundestrojanern und Ähnlichem, was da ja nicht helfen würde, sondern mehr so wegen der Frage, weil es ja immer mehr die Frage wird, was kriege ich wohl zu sehen, wenn ich auf die Webseite gehe, aber nicht aus Deutschland oder aber nicht aus USA oder aber nicht aus China. Großbritannien, so. Australien. Ja, Großbritannien, Australien, weil die bauen ja alle ihre Proxys aus, nicht? Weil sie sich überlegt haben, wenn ich es nicht mehr sehen kann, dann ist es ja wohl weg. So, was mich an dieses Zitat mit dem Splitter im Auge
ne, von dir und nee, deines Nachbarn und dem Balken. Also die bauen jetzt ihre Splitter zu Balken aus. Und was wir brauchen, bitteschön, ist so ein Firefox-Plugin, dem ich dann einfach nur sage, wie meine Proxys in anderen Ländern heißen oder meine VPN-Tunnel, und das fetcht dann automatisch die Seite, die ich mir anschauen will aus verschiedenen Ländern und zeigt mir nur den Diff an oder so. Genau. Ja, also automatisierte Censorship-Diffs ist sicherlich gerade so für so Organisationen wie archive.org eine wichtige Angelegenheit. Richtig. Ja, Adobe Flash, denken wir mal 2009, wenn wir damit so viel Spaß haben. Man muss immer dran denken. Da kommen viele Dinge zusammen. Genau. Ja, da kommen auch viele Dinge zusammen. Also spannende Dinge passieren ja, wenn verschiedene Dinge sich dann multiplizieren oder so ähnlich. Also Flash ist halt, wie es ist. Flash hat eine Schnittstelle auf Webcams angeschlossene und auf Mikrofone angeschlossene. Und nicht also für den Bundestrojaner 3.0 ist das die Plattform. Man sollte halt nicht vergessen, selbst wenn in Flash 10 jetzt eine Menge Sachen gefixt sind, Flash 9 geht immer noch. Richtig. Und in den ganzen neuen Laptops ist ja überall vorne eine Kamera drin. Ne? Also hier guckt mich eine an. Gar nicht, hier die ist zugeklebt. Das glaubst du. Und zumindest die da. Und ich denke, dass, also wenn ich so an meiner Datenqualität interessiert bin, dann mache ich eben nicht nur Keylogging, sondern ich mache dann auch gleich Fotos bei dem Keylogging. Das ist noch viel besser, weil dann kann man auch irgendwann mal, ne, ganz andere spannende Dinge machen. Genau, böse Netze. Hatten wir ja gerade den Talk davor. Also seinem Netz zu vertrauen ist, glaube ich, eine doofe Idee geworden. Ja, wobei so böse Netze 1.0 war, das Netz ist nicht vertrauenswürdig, weil der Traffic kann ja abgehört werden. Also würde ich mal sagen, ist mein gefühltes böse Netze 1.0 Argument und immer so die Standardfragestellung, hast du denn verschlüsselt? Weil das könnte ja abgehört werden. Inzwischen ist es eben so, dass diese bösen Netze nicht passiv böse sind, sondern aktiv böse. Und da irgendwie Dinge passieren. Wir haben gerade SSL Man in the Middle gehört und haben dann dieses schöne TLS-Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die meisten E-Mail-Clients können halt inzwischen TLS, aber haben als Default, ich versuche mal TLS und wenn es nicht geht, dann mache ich halt Plaintext. Genau. Und was passiert? O2 hat dieses Jahr auf seinen Gateways versehentlich durch eine Fehlkonfiguration SSL bzw. TLS gefiltert, was dazu führte, dass eine Menge Clients einfach silent auf Klartext zurückgefällt sind. Das heißt, ich glaube, das war schon ganz schön spezifisch. Ne? Die haben nicht einfach komplett TLS, sondern sie haben wirklich die Pakete rausgezogen, die diese TLS-Initialisierungsgeschichten hatten. Genau. Und das ist natürlich eine wichtige Entscheidung. Will man lieber verschlüsselt haben oder will man lieber, dass seine Daten ankommen? So, da muss man nochmal genau die Konfiguration mit dem feinen Kamm durchgehen. Ja, und was macht der E-Mail-Client, der Jabber-Client, der Client denn eigentlich tatsächlich, wenn man sagt TLS? Macht er TLS und only TLS oder macht er TLS, wenn es gerade geht? Genau, und welches Cypher benutzt er? Auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja, da kommen wir jetzt zu. Genau, kann ich MD5 enforcen? Genau. Ja, SSL. Offensichtlich doch ganz schön kaputt. Die interessante Frage ist natürlich, hat jemand die Attacke repliziert, wird sie repliziert werden? Wie sicher war die Maschine, auf der Key lag? War diese Maschine hier vielleicht im Netz? Zum Thema böse Netze, nicht? Ja. Genau, dann haben wir... Gibt ja auch so viele Netze. Das Problem ist, es gibt immer so viele von Ihnen, also diesen so viele von Ihnen Zertifizierungshoheiten und so, naja. Ach ja, nebenbei, intelligente Stromzähler sind jetzt verfügbar. Ich finde das ja immer so spannend.
Das ist regional sehr unterschiedlich und ich hätte es beinahe nicht auf die Folien genommen, aber weil zum Beispiel Hamburg langweilig, Vattenfall, wenn man da anruft und sagt, ich will so einen intelligenten Stromzähler haben, bitte, dann sagen die, nee, nur wenn Sie in der Siedlung so und so wohnen, wo wir das sowieso zwangsweise für alle Beta testen. Okay, blöd. Dann umziehen nach ins ENBW-Netzgebiet ist auch nicht so das, was ich gern tun möchte. Aber da kann man es immerhin schon mal kriegen. Und dann wäre noch? Yellow, glaube ich, ne? Ja, genau. Und dann hieß es irgendwie, Yellow macht jetzt intelligenten Stromzähler. Aber man braucht dafür Yellow egal Strom. Dann habe ich auch gedacht, na, kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren? Strahlt nur ein bisschen. Ja, wie auch immer. Und dann ist jetzt der allerneueste Update, ist, man kriegt von denen jetzt einen intelligenten Stromzähler, auch dann, wenn man von denen keinen Strom bezieht. So. Und diese, also diesen, bundesweit. Diese, also es gibt diese, keine Entschuldigung für euch. Genau. Also diese Technik ist halt auch insofern interessant, als dass zum Beispiel in Kalifornien wird ernsthaft überlegt, ob man nicht nur Stromzähler, sondern auch, sagen wir mal, intelligente, zentralisierte Verbrauchssteuerung in den Haushalten installiert. Also sprich, so ist dafür gedacht, wenn gerade mal eine Lastspitze im Netz ist, dann können die Kühlschränke ja alle mal für 10 Minuten aus sein. Und da steckt ehrlich gesagt enormes Potenzial. Genau. Also Sie haben ausgerechnet, nee, kein Witz, Sie haben es ausgerechnet für die Niederlande, wenn man dort alle Kühlhäuser so konfigurieren würde, dass sie alle 1 Grad tiefer kühlen. 1 Grad tiefer kühlen sind dann so und so viel Gigawattstunden Kapazität. Wenn man sie dann auch mal den Strom abdreht für eine halbe Stunde und dann wird es halt 1 Grad wärmer und so, da kann man Gigawatt an Strom speichern. Genau. Und nicht zu vergessen, Stunden, ja? Dann haben wir endlich ein Blinkenlights, was man auch vom Google Earth Satelliten aus sehen kann. Wir werden das haben, so oder so. Also haltet euch ran. Genau. Ja, hast du noch keinen Laptop? Ja, ist schon in Ordnung. Genau, SNMP V3 war eigentlich so der Bug von 2008 und der ist ein bisschen untergegangen, völlig zu Unrecht, muss man sagen. Was da passiert ist, ist sehr hübsch. SNMP V3 wird natürlich normalerweise auch verschlüsselt und da kann man also Authentifizierung betreiben, die irgendwie mit Verschlüsselung funktioniert. Nur lustigerweise kann da der Client sagen, wie lang sein Schlüssel ist und der kann auch 0 sein. Und das führt dazu, dass man halt diese SNMP-MIPS auch relativ einfach browsen kann. Und da es nicht so viele SNMP-Stacks offensichtlich zu geben scheint, haben die alle schön Copy and Paste voneinander gemacht. Unter anderem zum Beispiel werden auch viele Geräte, die so in der Abhörinfrastruktur stecken, mit SNMP verwaltet. Da bietet sich für 2009 noch ein sehr großes Tätigkeitsfeld. Genau. Never forget the management interface of the management interface. Ja, wo wir gerade bei Systemen sind, die 2009 hoffentlich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erfahren. Diese Deep Packet Inspection Systeme, Cisco nennt es, glaube ich, Service Configuration Engine, andere nennen es anders. Was es ist, ist tatsächlich sind Zensursysteme, die inline im Internet hängen, URLs rausfiltern, Protokolle runterräten und dergleichen Dinge mehr. Und Cisco baut die Dinger und jetzt denken wir kurz an den Talk von gestern. Wir haben jetzt Image Independent Code Execution auf Ciscos und wir haben diese Cisco-Dinger inline in relativ vielen Internet-Service-Providern. Wir finden, da ist noch Potenzial. Ja. Genau. Dann ist uns versprochen worden, 2009. Für 2009 es richtig viele Aktivisten, Flugobjekteinsätze in, sagen wir mal, vernünftigen Maßstab geben wird. Genau.
zu. Wir sind gespannt. Sind wir sehr gespannt. Das war ein nahezu ein Versprechen, nicht wahr? Nein. Was wir noch raten dürfen, glaube ich, ist, werden es viele kleine billige sein oder wenige teure große? Targeted Attacks? Genau, Targeted Attacks haben wir ja schon voriges Jahr, glaube ich, gehabt, ne? Ja, kann sein. Ja. Denken wir, 2009 wird es auch zunehmen, also geht ja sogar so weit, dass wir 2008 schon gezielte Angriffe gegen, sagen wir mal, so kleine NGOs gesehen haben, die mit O-Days vorgetragen wurden, die vorher noch nicht gesehen wurden. Also da wird eine Menge passieren. Also muss man sich vorstellen, das ist so das Niveau, auf dem wir sind. Ja? Da benutzt jemanden so einen Zero-Day, der ja einen gewissen Wert hat, um eine NGO anzugreifen, die dann vielleicht wie viele Mitarbeiter hatte? Fünf. Ja. So. Aber wir denken, das wird sich auch weiterentwickeln. Im Moment ist man noch so handgeschnitzt, ne? So dieses, ich schnitze mir meinen Trojaner selbst und es ist alles Handarbeit und Handarbeit ist ja sehr teuer. Und damit haben wir aber natürlich alle mal angefangen, aber demnächst geht es jetzt weiter Richtung Selective Attacks. Genau, Selective Attacks zielen auf eine Gruppe von Menschen. In diesem Fall hat die Telekom wieder mal vorgelegt, die hat ja da gab es ja diese Journalistenüberwachung, wo sie wissen wollten, wer Daten geleakt hat. Und da fiel uns dann so auf, nun ja, es gab da auch einen Sondertarif für Journalisten. So, also wenn man nicht zum Kunden kommen kann, also wenn man nicht zu seiner Zielgruppe kommen kann, muss man machen, dass die Zielgruppe zu einem kommt. Ja? Möchtest du telefonieren, bist du Journalist, kommst du zu uns, bitteschön. Ist auch 10 Euro billiger. Genau, und das Ganze gibt es dann auch nochmal in der... Demnächst für Hacker. In der kriminellen Variante. Genau, also überlegt euch genau, ob ihr eine fixe IP auf eurem DSL haben wollt. Und wie teuer die ist. Genau. Parallel dazu läuft diese Entwicklung, dass man halt Trojaner nicht mehr pro Bank programmiert, sondern dass die Trojaner jetzt dann ganze Gruppen von Banken abgreifen können und so. Ja, was keinen Punkt kriegt, ist Java und Adobe Reader. Da vergeben wir erst wieder Punkte, wenn es lustige Schadensroutinen gibt. Das war irgendwie 2008 zu langweilig. Ja. Und Vista war auch langweilig, ne? Ne, Vista kriegt auch, wir reden auch nicht über Vista, weil es benutzt ja keiner. Genau. Genau, Antivirus. Antivirus-Software war, ja, also dieser Signaturansatz. Also wir finden, Viren auf der Basis von Signaturen ist eigentlich 2008 ziemlich verröchelt, muss man sagen. Der größere Teil von den Viren, die erfolgreich waren, für die gab es keine Signatur. Und wie ich dann so gelernt habe aus Gesprächen mit Vertretern dieser Industrie, die haben schon Heuristiken, die funktionieren könnten und einen größeren Teil von diesen Dingern fangen könnten, nur... leben die eigentlich alle davon, dass sie Antiviren-Updates, also Signatur-Updates, per Abo verkaufen. Das heißt also, da wird Technologie, die eigentlich funktionieren könnte, nicht geschippt, weil man kann ja eine etwas weniger gut funktionierende, aber dafür wesentlich profitablere Technologie. Also langsam nähert sich so die Antivirus-Industrie der Pharma-Industrie an. Das ist so mittlerweile so der... Und weil wir gerade bei dem Vergleich sind, so bei Pharmaka gibt es ja immer so Risiken und Nebenwirkungen, nicht wahr? Und so bei Antivirus-Software war es ja dieses Jahr so, dass die Antivirus-Software mittlerweile schon ziemlich erheblich ein Risiko geworden ist, was dann doch ziemliche Nebenwirkungen haben konnte. Ja, entweder schraubt sie einem direkt das Betriebssystem auseinander oder ist Plattform für Dinge, die einem das Betriebssystem auseinanderschrauben. So, aber ich denke, dass man auch, und das ist dann der Tipp, wir kommen auch gleich zum Thema neue Geschäftsfelder, aber das ist der Tipp an die Antivirus-Industrie. Also deployt mal diese Heuristik-Geschichten, dann kann man zwar keine Abos mehr für Signaturen verkaufen, aber man kann dann wieder Abos verkaufen für Software, die klarer, also die ganz klar harmlos ist, sich aber verdächtig verhält. Also zur Erklärung, es gibt eine Menge Software, die sieht fishy aus, aber macht nichts Schlimmes. Und da kann man dann Updates verkaufen dafür, genau diese Software wieder zu whitelisten. Genau.
Ja, gut, aber Fehlalarm ist doch, also da ja, nee, aber das gehört dazu. Also ich meine, AV ist einfach, hat da das Problem. So. Genau, also ich meine, Fehlalarme gehören einfach insofern dazu, weil du installierst ja diese Software, wenn du so ein bisschen paranoid bist, nicht wahr? Und du möchtest ja in diesem Gefühl auch bestärkt werden. Damit du weißt, dass du eine gute Kaufentscheidung getroffen hast. Ja, genau. Genau. Ja, da kommen wir jetzt zu, nämlich zu den neuen Geschäftsfeldern. Genau, die Medienbranche ist ja unglaublich gebeutelt und es wird im Allgemeinen das Zeitschriftensterben, glaube ich, beweint oder dass die Leute nur noch im Internet rumklicken und solche Sachen. Und wir wissen, was die Antwort ist. Das Magazin oder Magazine zum Thema Datenverbrechen. Und wenn man darüber nachdenkt, da geht alles, ja. Das Magazin für das Datenverbrechen Opfer, ja, so mit Artikeln wie, dies sind die Fotos, die mich dazu gebracht haben, meine Bankdaten zu offenbaren, ja, oder also vor allem lesen Sie den Spambrief, der mich dazu brachte, genau, meine Kohle nach Nigeria zu schicken. Das Interessante ist, da gibt es tatsächlich eine Lücke für Print, weil man kann diese ganzen gefährlichen Daten ja auch ausgedruckt verkaufen. Und du kannst sie dann total sicher anschauen, weil es ja ausgedruckt ist. Völlig sicher. Ja, surfen Sie sicher im Internet, ja, kaufen Sie sich das Buch. Ja. Weil sie auch als Audiobook. Und also es geht alles. Ja? Die Zeitschrift für den aufgeklärten Datenverbrecher. Das heißt dann E-Business 3.0? Das Magazin für die Datenverbrecher-Schutzbranche, das Magazin für die... Also es geht alles. Es sind mindestens 26 verschiedene Titel denkbar. Wenn ich was vergessen habe. Lizenzen können gegen kleine Spender erworben werden. Genau, Dreck, wir hätten die ganzen Domains uns schon spotten sollen. Ja, zu spät. Guck mal, die haben schon Notebooks auf da hinten. Vergiss es. Ja, die machen schon die Notebooks auf da hinten. Ja, schlecht, wie schlecht ist das? Ja. Gut, was wir aus der Schublade holen müssen, deswegen steht das neue Geschäftsfelder in Klammern, ist das Update des E-Lifestyle-Lebensberaters. Wir hatten das vor etlichen Jahren, ich glaube 2003, war die Ansage, es wird demnächst ein neues Berufsbild geben, des E-Lifestyle-Lebensberaters oder so ähnlich. Und der wird dann den Leuten erklären, wie sie sich in den Datenbanken optimieren. Also in all den Datenbanken da draußen optimieren. Und das war damals die Reaktion auf die Vorträge über, wie Profiling funktioniert. Ja, und Rating-Systeme und ähnliches. Und ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr meinten wir dann so, braucht das ja für, um sich in den Social Networks. Genau, dass man möglichst gut auf Facebook aussieht und so. Ja. Genau, und mit den richtigen Leuten auf Fotos ist und so. Und ob das, ne, Photoshop oder nicht, ist dann ja nicht so wichtig. Ich bin sicher, dass es das jetzt gibt. Es geht aber natürlich jetzt alles einen Schritt weiter. Wir haben ja, gestern gab es einen Vortrag darüber, wie man und ob man und wie man seinen Porn speichert und wie viel davon und so. Und ich denke, das ist dann der nächste Schritt. Also es hat bestimmt schon die eine oder andere Hexe zu ihrem Hacker gesagt in den letzten Jahren so, nun räum doch mal endlich auf. Wie sieht denn das aus, wenn die morgen die Tür eintreten und hier liegen überall Socken rum? Weil die machen dann ja all die Beweisfotos. So, und genau, so. So sieht es bei dem Datenverbrecher unterm Bett aus, die Fotos. Sehr schön. Das muss man jetzt einen Schritt weiter denken. Jetzt gibt es im Jahr des Bundestrojaners, muss man sich schon überlegen, was man auf der Festplatte hat. Und ich glaube, ich kann jedem nur raten, dafür zu sorgen, dass die eigene Festplatte nicht zu harmlos aussieht. Weil sonst hören Sie nie auf zu suchen. Ja? Und von daher denken wir, dass es noch eine Marktlücke gibt für
Porn in Porn Steganographie. Ja, wir haben auch neue Sportarten. Meine Lieblingssportart, die Zukunft hat, ist Datenspuren mischen. Und zwar im richtigen Leben. Inspiration dafür war Studenten an irgendeiner Highschool in Amerika. Die sind dazu übergegangen, Lehrer, die sie nicht mögen, deren Nummernschilder zu nehmen, die mit dem richtigen Schriftsatz auf irgendwie glossy Fotopapier nachzubauen in Photoshop, die auf ein Auto zu kleben, was so ähnlich aussieht, und dann damit durch Blitzer zu fahren. Und ich finde, diese Idee hat Potenzial, nicht wahr? Also, weil die Anzahl von so automatisierten Bestrafungssystemen nimmt natürlich zu. So. Also fängt halt an bei irgendwie natürlich so Blitzern, ist der Klassiker, aber geht halt weiter über Kameras auf Parkplätzen, die nach verdächtigem Verhalten suchen, geht über Leute, die irgendwie Hausverbote in Malls haben und dergleichen Dinge mehr. Das heißt, also da ist eine Menge Potenzial drin. Und wenn sowas zu einer Massenbewegung wird, dann werden diese Systeme nicht mehr so richtig benutzbar. Insofern rufen wir das als Sportart auf. So, genau. Verdächtiges Verhalten. Genau. Verdächtiges Verhalten ist erste Bürgerpflicht, damit das positiv verdächtige Verhalten im Rauschen untergehen kann. Genau. Und vorzugsweise unter Legung von Datenspuren, die auf Leute zeigen, die es verdient haben. Ja, was schwierig ist, aber man kann auch... Wieso schwierig? Herr Gott, wie viele Problempolitiker haben wir in diesem Land? Hunderte? Genau. Genau, also ich meine, Problempolitiker gibt es genug. Jetzt haben wir auch noch Banker, ja, zu einem Überfluss. So, da geht was, ne? Richtig. Was wir auch denken, noch für viel Spaß herhalten kann, ist Botnetze hacken. Ich denke, das hat auch so einen gewissen Profilierungsfaktor. Was hast du nun letzte Woche gemacht? Na, ich habe so ein Multilayer, Peer-to-Peer, Triple-IS-verschlüsseltes Botnet platt gemacht. Das hatte 400.000 Drohnen, ey. Das ist ja noch gar nichts. Naja, meins hatte 800.000. Ja, ui. Ja, du meinst die Zustellung der Schadenersatzklage? Ja, no risk, no fun. Wie auch immer. Also das ist das für die, die vielleicht auch ein bisschen härter im Nehmen sind, die Gefahrensucher unter den Kids von heute. Was vielleicht ein bisschen... risikoloser ist, außer dass man, wie auch immer, ist das ganze Thema Internetfilter austricksen. Also ich glaube nicht, dass in 2-3 Jahren auf dem Schulhof eine URL noch irgendwas wert ist, wenn man nicht sagen kann, dass sie zumindest in Australien blockiert wird. Ja, also ich denke auch, dass die Marketingabteilung, denen ist das völlig klar. Ich bin ganz sicher, dass sie bei Kinderschokolade schon daran arbeiten, wie sie ihre URLs auf die Blacklist kriegen. Weil sonst guckt die keiner an. Ja. Über Blinkenlights hatten wir eigentlich schon, also hatte Frank schon erwähnt, dass mit den. Wir haben da ja eine lange Zeit auf neue Technologie gewartet. Ich glaube, wir haben vor 5 Jahren oder so gesagt, jetzt kommt ja Zigbee bald. Und mit Zigbee kann man dann endlich Stadtteile zum Blinken bringen. Weiß noch jemand, was Zigbee war? Hand hoch? Oh. Ja, ja, guck, 10%. Ihr seid ja ganz schön alt. Dann haben wir gehofft, Zigbee muss nur durch die Halbkurve durch und wird uns dann, aber nee, sieht nicht so aus. War nichts. Und die Realisierung, die wir nicht auf dem Kongress letztes Jahr nicht mehr gemacht haben,
Wahrscheinlich war das der Schlafmangel, der dann aber natürlich sofort kommt, wenn man dieses, wenn man es hört mit dem polnischer Schülerlicht mit Infrarot. Straßenbahnlärm, klar ist, was passiert eigentlich, wenn ich ein TV-Bigon an einen Infrarot-Scheinwerfer hänge und es auf einen Wohnungsblock richte? Also die nächste Gelegenheit, die wir so im Auge haben, ist so das EM-Endspiel 2012. Es gibt ja Menschen, die behaupten, dann würde in Deutschland die Revolution ausbrechen. Ich glaube, diese Behauptung muss getestet werden. Überhaupt ist Low-Tech aus meiner Sicht total unterbewertet. Ja, es gab da diese wunderbare Story von dem Studenten in Utah, der losgegangen ist und auf so einer Auktion für Land oder für Schürfrechte oder sowas ähnliches, für Gas und Öl auf Land in einem Naturschutzgebiet oder gleich neben dem Naturschutzgebiet, irgend sowas in der Richtung, der ist einfach hingegangen, hat mitgeboten. Top. Und Zuschläge bekommen. Also ab und zu hat er die Preise hochgedreht, und zwar $500,000 über das, was die eigentlich zahlen wollten. Die sind bestimmt alle mit großen Augen nach Hause gegangen und haben gedacht, da geht noch was. Und die Gemeinde, die das verzockt hat, hat auch bestimmt gedacht, da geht noch was. So, aber irgendwie, der hat jetzt diverse Parzellen und jetzt müssen sie erstmal darauf warten, dass er offiziell nicht zahlen kann und die dritte Mahnung abwarten und so weiter und so fort. Und von daher können sie erst in 3, 4, 5 Monaten das nächste Mal, Also er hat ganz klar gesagt, sein Ziel war halt einfach, er will halt warten, bis Busch weg vom Fenster ist und dann müssen die sowieso nochmal überlegen, ob sie die nochmal versteigern wollen. Genau. Ja, schade, dass die UMTS-Lizenzen schon weg sind. So, bizarr. Aber für die UMTS-Lizenzen hätte man bestimmt ein Zertifikat gebraucht. Oh, wait. Ach, E-Government ist schon toll. Ja. E-Government wird noch, ja. Ja, wir hatten es schon kurz erwähnt, die meisten Daten gehen halt mit irgendwie USB-Sticks und diesen Dingen verloren. Datenhygiene wird 2009 ein richtiges Problem. Genau, das hier ist, glaube ich, von Bruce Schneier. Ne? Daten sind das Müllproblem der Informationsgesellschaft. Ich glaube, das behaupten wir schon eine ganze Weile. Und das wird auch immer schwieriger. Also die Flash-Memory ist ja dieses Jahr durch die Presse gegangen, als ich glaube, diesem iPhone vorgeworfen wurde, irgendwie den User auszuspionieren, indem es Screenshots macht. Und nur die, die das Kleingedruckte gelesen haben, denen fiel auf, dass das die Anwendungen machen, um schneller auszusehen. Und das interessanterweise aber irgendwie ins Flash abspeichern. Das Problem ist einfach so, wie Flash Memory Management macht, und jeder, der sich damit mal auseinandergesetzt hat, weiß das, ist es sehr schwierig, von jenseits, auf dieser Seite des Controllers, des Flash Memory Controllers, dafür zu sorgen, dass tatsächlich alle Daten verschwinden, die man dort hingeschrieben hat, wenn man sie nicht vorher verschlüsselt hat. So, und von daher, ich habe vorhin mal einen Experten gefragt, ob es Sinn macht, zu fordern, dass oder nicht zu fordern oder vorzuschlagen, dass man mal jemand einen kleinen Taschen-EMP baut, wo man dann, letztes Jahr haben wir gesagt, es wird immer schwieriger, wenn ich mit so einem Mietwagen gefahren bin, dann weiß das Navi-System, wo ich geblieben bin, und der Nächste, der das Auto mietet, weiß es auch, und wenn es das auf Flash speichert, dann hilft das auch nicht mit dem Löschen, und ein Taschen-EMP hilft nicht. Muss schon zum Bunsenbrenner greifen, Jungs. Ja, also Technologien, mit denen man Flash physisch vernichten kann und die man auch durch eine Flughafensicherheitskontrolle bekommt, sind, danach müssen wir suchen 2009. Ja, dafür kann man jeden Preis verlangen. Cold-Blooded Text war auch ganz toll. Ich beinahe mit draufgeschrieben, war eine sehr schöne Sache. Genau.
Gut, das haben wir eigentlich schon gesagt. Cisco haben wir schon erwähnt, genau. Genau. Genau, wir haben noch eine Forderung für 2009, nämlich Stasi 2.0 in die Produktion. Wir sind nämlich eine zwangsläufige Forderung ist, heraus aus der Beobachtung folgendes, es gibt dieses Flüssigkeitsverbot, nicht an Flughäfen und so, und dass man nicht mehr mit größeren Mengen Flüssigkeiten am Stück durch die Kontrolle darf. Und dieses Jahr kommen die ersten Stimmen, die sagen, das war vielleicht keine so gute Idee mit diesem Flüssigkeitsverbot. Und von wem kommen diese Stimmen? Von Politikern, die echt angeödet davon sind, dass sie ihren Honig und ihren Wein, die sie als Gastgeschenke bekommen haben, am Flughafen in die Tonne schmeißen müssen. So, beim Daimler fährt der Vorstand jedes Auto Beta. Bevor die die endgültige Serienproduktion anschmeißen, fährt der Vorstand auch Smart 2 Wochen. Und deswegen denke ich, Politiker zu Beta-Testern, Nacktscanner in den Bundestag. Öffentliche Vorratsdatenspeicherung für alle Abgeordneten. Weil Qualitätskontrolle ist uns wichtig. So, dann haben wir noch unseren Running Gag, nämlich das Mobile Mailway Update. Genau. Wir predigen ja seit mittlerweile fast 10 Jahren, dass mit dieser Mobile Mailway, da muss doch eigentlich noch irgendwas gehen. Wir dachten letztes Jahr, ja, nun das iPhone würde es werden, da würde es endlich mal ordentliche Mobile Worms geben. Und dann stellt sich heraus, das iPhone ist das einzige Telefon, das die Leute überhaupt updaten. Also damit wollen wir das nicht freisprechen, ja? Weil Apple ist immer noch viel zu langsam. Die haben irgendwie zwischendurch dieses Jahr irgendwie so ein Ding, so ein Browser-Exploit 5 Monate offen gelassen auf dem Telefon. Und ich meine, und sie haben halt echt so bizarre Fehlerklassen, dass man teilweise denkt so, Microsoft 1999 etwa, circa. Also so ein Apple Security Update ist immer wieder so, so ein, oh Gott. Ja. Ja, egal, ob es das iPhone ist oder irgendwie DNS. Ne? Genau. Ja, Symbian. Symbian, hören wir, da wird wohl noch was passieren? Also was die Updates angeht, ich meine, die Problematik ist ja, haben wir vor 5, 4, 6, keine Ahnung, Jahren gesagt, das Problem ist, dass die Leute haben überhaupt keine Möglichkeit, ihr Telefon abzudaten. So. Und jetzt stellen wir fest, die Leute haben bei den neueren Geräten schon die Möglichkeit, das abzudaten? Sie tun es nicht. Also wir haben so eine schöne Zahl gehört von einem großen Hersteller von Symbian-Telefonen, der sagte, wir shippen jeden Tag mehr Telefone, als pro Jahr geupdatet werden. So, und das heißt also, dieses Update-Problem, Apple sind momentan die einzigen, die es so halbwegs im Griff zu haben scheinen, aber helfen wird es ihnen vermutlich auch nicht. Ja, die können den Leuten immer neue Features versprechen. Genau. Müssen sie auch. Ja, stimmt, die Update. Die A jetzt. Genau. Oh, ja, genau. Ja, wichtiger Punkt. Wisst ihr, wann Cut and Paste fürs iPhone kommt? Ja, wisst ihr jetzt, wenn Sie mal so einen Security-Fix reindrücken müssen, der wirklich wichtig ist. Und ganz schnell gehen muss. Und es ganz schnell gehen muss, die Verteilung ganz schnell gehen muss. Vorher werden wir Cut und Paste nicht sehen. Oder vielleicht Flash nicht, wie auch immer. Gut. Genau. Ja, Symbian, wie gesagt, schauen wir mal. Da geht noch was, wir hören was, aber bisher ist noch nichts da. Genau, ein bisschen was, apropos, bisher ist noch nichts da, ein bisschen was ging schon, das war so ein MMS-Handywurm, der dieses Jahr durchs Netz geisterte, wo dann so Sachen rauskommen, wie dass die Netzprovider aber auch solche Dinge schon filtern können auf dem Backend. Genau, aber interessanterweise nur MMS, da kommen wir gleich noch im Detail zu. Eine interessante Entwicklung ist, bisher. Und das ist der Grund, warum wir denken, dass es sich jetzt wirklich ändern wird?
Genau. Bisher ist es so, dass der größere Teil von so Premium-SMS-Betrug passiert über SS7-Spiele. Das heißt also, da werden halt diese Premium-SMS, die dann dem Absender am Ende sowas wie 1-2 Euro pro SMS einspielen, werden übers Netzwerk verschickt, also durch Zugänge in das SS7-Netzwerk, über das die Telekommunikationsprovider vernetzt sind. Die haben nun mittlerweile so ein bisschen die Schnauze voll davon, weil sie halt auch SMS-Spam in großen Mengen da bekommen und nageln diese Zugänge zu. Das heißt, da werden dann schon mal ganze Länder abgeklemmt mit den irgendwie so Sprüchen wie, ja, dann nehmt doch halt VoIP. So. Diese Entwicklung führt dazu, dass, weil so Kriminelle sind natürlich immer bestrebt, den Weg des geringsten Widerstands zu gehen. Und wenn jetzt SS7 so langsam zugenagelt wird, so dauert sicherlich noch 1-2 Jahre, bis es so passiert, aber es passiert halt, dann entsteht plötzlich eine Motivation, Trojaner zu schreiben, so, um wiederum solche Premium-SMS direkt von dem Telefon zu schicken. Insofern denken wir, da könnte möglicherweise was passieren. Wir sind uns bewusst, langsam wird es zum Running Gag, aber deswegen haben wir diesmal einen Gastbeitrag, um mal zu zeigen, was da noch so geht. Tobias hat den Kennt ihr ja schon. Kennt ihr ja schon, genau. Dieses Mal als Premiere in den Security Nightmares eine originäre Exploit-Release. Es geht um einen Angriff, der heißt Curse of Silence. Und wenn ihr noch weiter... Wir geben euch nur einen Moment, die Liste zu lesen und in eure Hosentasche zu gucken. Okay. Also wer eins dieser Telefone hat, will vielleicht mal drüber nachdenken, das erstmal kurz auszuschalten. Je nachdem, wie sehr er den Leuten vertraut, die alle seine Telefonnummer haben. Also mal kurz zum, danke. Mal kurz zum technischen Hintergrund. Der SMS-Standard ist ja ein recht weites Feld, wie viele vielleicht inzwischen wissen. SMSen können als verschiedene Typen versendet werden. Das wurde irgendwann damals, als SMS erfunden wurde, da mal reingeschrieben. Man kann irgendwie SMS als den Typ Fax setzen oder Paging oder Telex oder Videotext oder eben auch E-Mail. So, das wurde alles nie benutzt, aber wie das halt so ist mit solchen Standards, wenn sowas da erstmal drin steht, dann bleibt das da halt auch drin stehen. Und irgendwann wurde dann nachträglich in den SMS-Standard reingeschrieben, man kann jetzt irgendwie SMSen, wenn man Typ E-Mail setzt. So für SMS-Gateways gibt es die Möglichkeit, wenn am Anfang einer SMS eine E-Mail-Adresse drin steht, dann und der Typ der SMS auf E-Mail gesetzt ist, dann wird die beim Empfänger so angezeigt, dass eben nicht der Absender, also die Telefonnummer des Absenders als Absender angezeigt wird, sondern diese E-Mail-Adresse, die da am Anfang drin steht. So, das ist erstmal so eine ganz, ganz sinnvolle Sache, so vor 10 Jahren oder so, als es noch sehr viele SMS zu E-Mail, E-Mail zu SMS-Gateways gab. Und inzwischen haben ja alle irgendwie E-Mail direkt auf dem Telefon, das braucht keiner mehr. Und das wurde auch, also zumindest habe ich damals rausgefunden, dass es niemand implementiert hatte. Aber irgendwann 2002, 2003 hat Nokia dann aus irgendeinem Grunde angefangen, das plötzlich zu implementieren. Wahrscheinlich war es irgendwie ein Customer, irgendein Operator-Request. Aber offensichtlich wurde es nie benutzt, denn von Anfang an gibt es da in den Series 60-Telefonen einen Fehler, der bis heute besteht. Und irgendwie, ja, offensichtlich hat es tatsächlich niemals irgendjemand benutzt, denn sonst wäre das halt aufgefallen. Und zwar ist das Problem folgendes: Der SMS-Standard sieht als maximale Länge einer Absendernummer 21 Zeichen vor. Das sind 20 Ziffern und noch das Plus vorne dran. So, und die Entwickler haben sich jetzt gedacht, okay, wir gehen mal auf Nummer sicher und allozieren einen Buffer, der 32 Zeichen groß ist. So, wenn jetzt aber jemand kommt und so eine E-Mail-SMS versendet und dann irgendwie ein tieferer Layer sagt, ah, okay, da am Anfang steht eine E-Mail-Adresse drin, die nehme ich jetzt mal, die tue ich jetzt mal in das Absendernummerfeld und diese E-Mail-Adresse ist jetzt länger als 32 Zeichen und versucht das an den höheren Layer weiterzugeben, der halt einen 32 Zeichen langen Buffer alloziert hat. So, dann bleibt das da hängen, der höhere Layer sagt irgendwie, sagt Panic, die kann ich nicht annehmen, diese SMS bleibt im Buffer hängen, was dann dazu führt, dass man keine weiteren SMS und MMS empfangen kann. Zwei mehrmals. Wir haben noch mal was vorbereitet.
So, also da wird jetzt erstmal eine Test-SMS an das Target-Telefon verschickt, um zu sehen, dass das auch funktioniert. Da kommt die Test-SMS an. So, jetzt nehmen wir ein anderes Telefon. Man kann übrigens solche SMS wunderbar direkt von den meisten Telefonen aus verschicken. Man betrachte bitte Low-Tech. So, da eine 33 Zeichen lange E-Mail-Adresse. So, nichts passiert bei dem Target-Phone. Sie ist offensichtlich angekommen, aber wird nicht angezeigt. So, jetzt schicken wir da nochmal eine normale SMS zum Testen hin. Nordfubar. So, kommen keine SMS mehr an. Nein, wir wissen nicht, was für ein Telefon Frau Merkel hat. Das ist dann aber schon Cyberterror, ne? So, und der nimmt SMS nicht mehr an bis zum Factory Reset. Also, falls ihr denkt, okay, kein Problem, ich mache vorher ein Backup, mache dann das Factory Reset und spiele das Backup wieder ein, dann spielt ihr das Problem wieder mit ein. Genau. Genau, keine Silvestergrüße morgen, das plausible deniability. Ich habe doch ein Nokia-Telefon. So, und es gibt einen kleinen Unterschied, je nachdem, welche Version von Serial 60 man hat. Also zum Beispiel, das war jetzt ein Serial 60 3.0-Telefon. Wenn man ein 3.1-Telefon hat, da reicht nicht eine von diesen SMS, sondern man muss 11 davon hinschicken. Und danach zeigt es dann dankenswerterweise auch an, dass der Speicher voll ist, man möge bitte ein paar SMS löschen, was besonders lustig aussieht, wenn keine einzige SMS zu sehen ist. Und tatsächlich ist es bei den 3.1-Geräten auch so, dass wenn man sie einmal außen wieder anschaltet, dann kann man beschränkt wieder SMS empfangen, allerdings nur Single-Part-SMS für Multipart-SMS, also falls man eine SMS empfängt, die länger als 160 Zeichen ist, muss man dann für jeden Teil, den die SMS lang ist, das Telefon jeweils einmal außen wieder anschalten. Naja. So, und da das Ganze ein ziemlicher Hammer ist, haben wir halt schon vor 7 Wochen ungefähr, ja ziemlich genau vor 7 Wochen. Heute vor sieben Wochen Nokia Bescheid gesagt. Und den Operatoren. Und ein paar großen Operatoren Bescheid gesagt, die dann das Problem auch in ihrer Security, die haben so ein Security-Komitee, wo die ganzen großen Operatoren also, drin sind. Da muss man unterscheiden. Nokia hat mir hauptsächlich eine Eingangsbestätigung geschickt und danach eine Mail, über deren Inhalt ich nicht reden darf, wo aber auch nicht viel mehr drin stand. Also von daher wissen wir dann nicht so genau, was da passiert ist. Die Operator waren da deutlich hilfreicher, also insbesondere David Meicher von Vodafone, herzlichen Dank an den, der hat geholfen, dass das an die GSM Association weitergeleitet wurde, in der halt alle Operator Mitglied sind und somit wurde das dann irgendwie relativ rechtzeitig an alle 1600 Operator weltweit weitergeleitet. Und es gibt nämlich auf Operator-Seite eine Möglichkeit, dieses Problem zu beheben, indem man nämlich SMSen, die diesen SMS-Typ gesetzt haben, da ihn ja offensichtlich niemand benutzt, sonst wäre es schon mal früher aufgefallen, einfach sagt, irgendwie den SMS-Typ akzeptieren wir nicht und das einfach resetten auf Normal-SMS und dann kommt die SMS halt ganz normal an. So, in Deutschland haben wir ja 4 Operator, die, also 4 große Operator,
Von denen hat es Stand gestern Nacht ein einziger bisher geschafft, in den vergangenen Wochen so einen Filter einzubauen. Das ist T-Mobile. Freut euch nicht zu früh. Die SMS-Architektur ist nämlich so, dass wenn man eine SMS versendet, dass sie immer über die Kurzmitteilungszentrale des Senders geht. Das heißt, die T-Mobile-Nutzer unter euch können solche SMS nicht mehr versenden, sie können sie aber sehr wohl noch empfangen. So, ja, der Bundestag hat T-Mobile-Verträge. Kurzer Einwurf übrigens an alle, die sich irgendwie gehasst fühlen wegen ihres iPhones. Das iPhone ist nicht betroffen und es kann solche SMS auch nicht verschicken. Also noch. iPhone-User sind ausnahmsweise mal außen vor. Ansonsten Fortinet, das ist so ein italienischer Mobile-Antivirus-Hersteller. Die arbeiten an einem Removal-Tool, mit dem man das Telefon auch ohne Factory Reset wieder in betriebsfähigen Zustand bringen kann. Series 60 3.0 Geräte, für die funktioniert es schon. Ganz unten. Genau, da unten die URL, das sollte jetzt auch online sein. Die URL kann man auch direkt vom Telefon aus aufrufen. Für 3.1 gibt es da auch schon eine Version, die funktioniert allerdings noch nicht so richtig, weil die sich halt wirklich beeilen mussten und bei den neueren Symbian-Versionen ist es ja so, dass es immer gesigned werden muss. Da sollte allerdings irgendwie, wurde mir vorhin versichert, so bis Mitte, Ende Januar sollte es ein Update geben, mit dem man dann auch 3.1-Telefone ohne Factory Reset wieder in vollständig funktionsfähigen Zustand versetzen kann. Hier irgendwie auch vielen Dank an Filippo Cassini von Fortinet. Und bis dahin würde ich sagen, fragt mal Nokia nach neuer Software. Funktioniert das auch über Twitter? Mit was? Nee, ich denke, der PID muss 50 sein, also der Protocol Identifier muss 50 sein. Ich glaube, Twitter schickt die Nachrichten so nicht raus, sondern als Text-SMS. Ja. Also du kannst natürlich erstmal Twitter hacken, um sicherzustellen, aber. So. Die Frage, warum macht es kein Arbitrary Code, können wir gerade noch nicht beantworten. Aber vielleicht hat ja jemand Lust, da mal reinzugucken. So. So viel zum Thema Mobile Malware, der aktuelle Stand. Uns wurde zugetragen, dass es da noch so ein paar andere dicke Hunde gibt, die ähnlich dimensioniert sind. Was sehr interessant war zu erfahren, dass unsere Annahme, dass die Operator relativ umfangreich filtern können, offensichtlich falsch ist. Das heißt also, dass der Grund, warum es bisher keine großflächige Mobile Malware-Attacken gibt, ist mitnichten, dass die Operator gut filtern können. Das können sie offensichtlich nur für MMS. Für alle anderen Datentypen schauen wir mal. Insofern haben wir da gute Hoffnung für 2009. Genau, und damit kommen wir zum Ende der Veranstaltung, möchten euch ins nächste Jahr verabschieden, wünschen euch wie immer einen guten Rutsch ins 1984 und denkt daran, Legacy-Schnittstellen sind eure Freunde. Guten Rutsch!